Hallo, mein Name ist Luca Laufer. Ich kümmere mich bei Rothenberger um Inspektionskameras und zeige euch heute unsere neue Inspektionskamera, die Rokam Mini HD zusammen mit dem Modul 2522 HD. Inspektionskameras sind ein wichtiges Tool in jedem Servicefahrzeug. Durch den Einblick ins Rohr hinein kann der Zustand des Rohres schnell überprüft werden. Die Rokam Mini HD zusammen mit dem Modul 2522 HD ist mit ihren neuen Features das ideale Tool für jeden Servicemonteur, Rohrreiniger oder Facility Manager. Aber was genau zeichnet die Kamera aus? Die Rokam Mini HD ist eine kompakte Inspektionskamera, die eine schnelle Bildanalyse ermöglicht. Das dabei wichtigste Feature der Rokam Mini HD ist das, was der Name schon aussagt, das HD-Bild. Die herausragende Bildqualität wird durch die hohe Auflösung erreicht. Dadurch lassen sich Bilder leicht und schnell analysieren, was euren Workflow effizienter macht. Dies ist ein echtes Alleinstellungsmerkmal für eine Inspektionskamera in dieser Größe. Eine weitere Besonderheit ist die Modularität der Kamera. Kamera und Bildschirm können getrennt und in neuer Kombination zusammengesetzt werden. So kann die Rokam Mini HD auch mit Hilfe des TEC-Moduls als Hohlraum-Inspektionskamera verwendet werden. Dasselbe Display kann außerdem an unserem altbekannten Rolog Plus Ortungsgerät angebracht werden, jetzt mit dem Namen Rolog Plus HD, und als Ortungsgerät verwendet werden. Zum Start der Rokam Mini HD launchen wir das Modul 2522 HD. Dieses Modul eignet sich für alle Rohre von DN40 bis DN100 und reicht bis zu 22 Meter in das Rohr hinein. Damit könnt ihr in allen gängigen Rohrdurchmessern im klassischen Einfamilienhaus arbeiten, das heißt noch mehr Jobs mit nur einem Gerät abschließen. Doch vorher noch einmal zurück zur Rokam Mini HD. Der 7 Zoll Touchscreen ist resistiv, das heißt, er reagiert auf Druck. Das erlaubt eine intuitive Bedienung der Kamera, auch mit Handschuhen. Dies ermöglicht eine einfache Dokumentation mit vielen Extrafunktionen. Wenn ihr einen Schaden im Rohr gefunden habt, könnt ihr direkt mit der Rokam Mini HD ein Foto oder Video machen und im Nachhinein mit Anmerkungen versehen. Mit beispielsweise einem Pfeil oder Kreis könnt ihr im Foto auf die Schadensstelle hinweisen und diese auch namentlich mit Vorschlägen aus einem Katalog an Schadensmeldungen benennen. Der fertige Schadensbericht kann dann direkt mit euren Kunden geteilt werden. Mit der Rokam Mini HD seid ihr jedoch nicht nur an euer Gerät selbst gebunden. Mit der Rokam App könnt ihr auf eurem Smartphone oder Tablet ein Live-Feed des Kamerabildes anzeigen, dem Kunden das Tablet in die Hand geben und ihn live alles mitverfolgen lassen. Damit könnt ihr euren Kunden von eurer qualitativen Arbeit mühelos überzeugen. Zusätzlich können in der App die aufgenommenen Daten in eine vorgefertigte Schadensberichtvorlage eingefügt und direkt mit dem Kunden geteilt werden. Das spart wertvolle Zeit auch in der Nachbereitung im Büro. Um für alle Anforderungen gewappnet zu sein, ist das Modul 2522 besonders flexibel. So könnt ihr mit der Kamera bis zu 6 50er Bogengänge durchlaufen und müsst nicht an neuer Stelle ansetzen. Auch das spart euch wieder viel Zeit. Die offene Haspel des Moduls 2522 erlaubt euch, das Kabel einfach zu lagern und auch einfach zu reinigen. Damit bleibt euer Werkzeug sauber und hygienisch. Die Rokam Mini HD zusammen mit dem Modul 2522 HD ist der Start in eine neue Ära von Inspektionskameras aus dem Hause Rothenberger. In Zukunft werden wir das Portfolio noch um weitere Module ergänzen, um euch noch mehr Möglichkeiten und Flexibilität zu bieten. Seid also gespannt! Wie findet ihr die neue Rokam Mini HD und das Modul 2522 HD? Was ist euer Lieblingsfeature? Ist es die HD-Auflösung oder die Modularität oder gar etwas ganz anderes? Schreibt uns eure Antworten in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.